Hallo und willkommen auf einen Kaffee. Ich möchte gar nicht so sehr drumherum reden. Meine Absicht mit diesem Video war, wieder mal eine Kurzgeschichte vorzulesen. Und ich dachte, diesmal wagen wir es, uns in den Weltraum zu begeben. Es ist keine Space Opera, aber es ist eine amüsante kleine Story, angesiedelt in dem interplanetarischen Medium. Und wie ich schon bereits in der letzten Episode gesagt habe, nicht zu kritisch sein. Ich betrachte das als Übungsstücke, als schreiberische Etüden und denke mir da auch nicht so viel dabei. Also legen wir mal los. Der Umstieg. Kelvin schrie kurz vor Schmerzen auf. Er rieb sich den nackten Unterarm und sah sich verwirrt um. Eine winzige Mikrodrohne schwebte vor seiner Nase. Offensichtlich hatte sie ihm einen kleinen Stromschlag verabreicht. »Was zur Hölle?« »Verzeihung«, klang der Bordcomputer über die Lautsprecher. »Der Alarm läuft bereits mit der höchsten Lautstärke.« Kelvin setzte sich langsam in seiner Schlafkoje auf und rieb sich das Gesicht. Der verzerrte Lärm des Alarmsignals deutete an, dass er seine Schlafmittel zu hoch dosierte. »Dann mach aus, Blödmann«, rief Kelvin und stand etwas unbeholfen auf. Der Bordcomputer der Bandateria leistete dem sogleich Folge. Schlagartig kehrte Stille ein. Nur die stummen Lichtsignale blinkten bedrohlich weiter. Kelvins Aufgabe bestand darin, Raumschiffe zur Laurentia-Station zu überführen. Es waren kleine Sportspeeder mit drei Sitzen in der Steuerkabine, einer winzigen Kombüse und drei engen Schlafkajüten. Für Terraner unerschwinglich, besaßen diese dekadenten Bonzenflitzer kaum einen echten Nutzen. Die Reichen der Erde waren bereits vor Jahren in eines der drei Weltraumhabitate gezogen. Die Himmelsstädte in den Außenbezirken des Sonnensystems waren perfekte Gated Communities im Weltraum. Sie kamen ohne eine Privatarmee und ohne Stacheldraht aus. Für die Mittellosen und Abgehängten waren dies unerreichbare Städte des kosmischen Wohlstands, magische Orte am Ende des Regenbogens. Dafür waren auf der Erde unzählige 3D-Spiele und VR-Simulationen populär, deren Tropus die Erstürmung dieser Stationen durch wütende Mitglieder einer militarisierten Unterschicht war. Solche Games wurden auch auf den Stationen selbst gerne gespielt. Die Reichen liebten es, sich für einige Stunden in die Schuhe abgehalfterter Wutbürger zu begeben. Die Ironie prallte an ihnen gänzlich ab. In den reichen Weltraumhabitaten gab es zwar fast alles, was das vermögende Herz begehrte. Raumschiffe konnte man dort noch nicht bauen. Dazu brauchte man Werften und die vereinten Bodenressourcen der Erde, des Mondes und des Mars. Kelvins Job war recht nutzlos, wie die meisten Jobs, die nicht von einem Roboter ausgeführt wurden. Natürlich wäre es deutlich effizienter gewesen, einen fertigen Sportspeeder in einem dieser gigantischen Sirius-Frachter zu verschiffen. Doch die Käufer schätzten einen guten Service. Dazu gehörte es, von einem Firmenvertreter die Schlüssel zum Sportwagen überreicht zu bekommen. Und bei dem wortwörtlich astronomischen Bruttopreis spielten paar hundert Manntage eines überflüssigen Piloten kaum eine Rolle. Kelvin war gerne allein. Insbesondere seit seiner Scheidung von Sonja bewarb er sich bevorzugt um solche Aufträge. Die Bezahlung war gut und er genoss hier die Abwesenheit der Corioliskraft, die in der kleinen Wohnung auf der Sirius-Station manchmal seinem Magen zu schaffen machte. Hinzu kam, dass er auf diese Weise die betuchten Weltraumhabitate besuchen konnte. Etwas, das ihm sonst niemals möglich wäre. Auf der Laurentia-Station gab es eine Menge reicher, gelangweilter Ehefrauen, die ihm allzu gerne einen Whisky ausgaben, dessen Preisklasse man in einer Bar auf der Erde vergeblich suchen würde. Daheim im Sirius-Habitat war er nur ein Tagelöhner von vielen, doch dort draußen, 20.000 AE von der Erde entfernt, haftete ihm der Hauch des Exotischen und Gefährlichen an. Die Reise zum Uranus dauerte 11 Monate, was noch kurz war. Die großen Frachttransporter waren 3 bis 4 Mal so lange unterwegs. Er saß eben in einem Sportraumschiff. Die Bandateria raste mit einer beachtlichen Geschwindigkeit von knapp 100 Kilometern pro Sekunde zu ihrem Rendezvous mit dem 7. Planeten. Kelvin hatte sich die letzten Wochen mit Somnatin über Wasser gehalten. Eine Tablette vor dem Schlafengehen konnte bis zu 5 REM-Zyklen abdecken und induzierte einfache, doch äußerst stimmungsvolle Träume.
Meistens ging es dabei um lange weiße Strände und sanften Wind, der wispernd durch die tiefhängenden Palmenkronen streifte. Somnatin war für seine zuverlässige Wirkung bekannt und unter Raumfahrern beliebt. In all den Jahren im Weltraum hatte Kelvin nie zu Psychopharmaka gegriffen, doch da hatte er zumeist in einem Team gearbeitet oder auf der großen Sirius-Station gewohnt. Nun war er monatelang allein unterwegs und sorgte sich darum, dabei ein wenig den Verstand zu verlieren. Kelvin betrat das Cockpit in Shorts und einem alten Unterhemd. Verschlafen begann er, die Ursache für den Alarm zu ermitteln. »Enzo, was soll der Terror?« Der Bordcomputer brauchte nicht lange zu überlegen. »Wir haben etwas Schrot abgekriegt. Es gibt multiple Schäden in 6 Bereichen des Schiffs.« »Wie groß waren die Projektile?« »Die geschätzte Größe des Projektils liegt bei 8 Millimetern.« »Schadensbericht auf meinem Bildschirm. Grafikmodus.« Die Analyse bestätigte, dass es sich um ein einziges Steinchen gehandelt hatte. Es war kaum größer als eine Erbse gewesen und hatte das Schiff wie ein weiches Stück Kuchen durchflogen. Betroffen war das Heck, bestehend aus Antrieb, Energiezellen und Lebenserhaltungssystemen. Das Notfallsystem hatte vorübergehend ein Energiepflaster aktiviert und auf diese Weise den Druckausgleich und das Entweichen von Luft aus dem Eintritts- und Austrittsloch verhindert. Doch solche Patches konnten bereits nach Stunden sämtliche Energiezellen ausdürsten. Eine langfristigere Lösung musste her. Kelvin rutschte über die schmale Treppe in das enge Unterdeck. Der Koffer mit den Plugomaten stand auf seinem zugewiesenen Platz. In all den Jahren musste Kelvin nie die Plugomaten einsetzen. Die handtellergroßen Maschinen sahen wie Krabben aus. Einmal aktiviert, hielt man sie über ein entsprechendes Loch in der Wand und der Plugomat übernahm den Rest. Plugomaten wieder zu entfernen, war dagegen verdammt mühsam. Doch damit würde sich irgendein fluchender Techniker auf der Laurentia-Station abquälen müssen. Mit einem Gefühl von Kosmophobie kletterte Kelvin in den Raumanzug. Außeneinsätze waren eine triste Sache, wenn man allein unterwegs war. Dies hatte wenig mit einem romantischen Schweben im Orbit der blauen Mutter Erde zu tun. Außenaktivität im interplanetarischen Medium erweckte höchstens die Gefühle von Einsamkeit, Dunkelheit, Kälte, endloser Leere und einem unverhältnismäßigen Risiko. Doch er musste den Schaden beheben. An dieser Stelle des Sonnensystems war zudem auch gewisse Eile geboten. Eine irdische Woche zuvor hatte Kelvin das Jupiter-System passiert und den Königsplanet für das unverzichtbare Swing-By-Manöver benutzt. Der von Jupiter eingesammelte Sonnenwind warf hier seinen langen, giftigen Schweif in seine Fahrtrichtung. Kelvin hatte zwar einen leichten Bogen um den Riesen programmiert und flog nun knapp außerhalb der Magnetosphäre, doch er hatte den Sicherheitsabstand für einen Aufenthalt innerhalb des Raumschiffs berechnet, dessen Wände doch einen gewissen Schutz gegen die geladenen Teilchen boten. Draußen sah die Sache etwas anders aus. Die Pandateria besaß in dieser Luxusvariante ein sogenanntes Aurora-Modul, mit dem man sehr effizient eine elektromagnetische Schutzhülle generieren konnte. Doch Kelvin vermied es, die künstliche Magnetosphäre um das kleine Raumschiff zu aktivieren und dem Kunden ein Luxusfahrzeug mit stark ausgeplünderten Energiezellen zu übergeben. Er verbrachte lieber einige Wochen mehr auf seiner Kurierfahrt, es war eine Sache des geschäftlichen Stils. Deshalb befand sich in der Umlaufbahn des Jupiters auch keine der Bonzenstationen. Es wäre zu aufwendig gewesen, ein ganzes Habitat ständig in ein elektromagnetisches Feld einzuhüllen, das stark genug wäre, um die Jupiterstrahlung abzuwehren. Der Anblick einer schimmernden Polarlichthülle wäre zwar atemraubend, doch es gab vorerst Grenzen zu all dem Irrsinn, zu dem die Konzerne bereit waren, um die eine Promille bei Laune zu halten. Das Ganze war sehr ärgerlich, doch auf eine seltsame Art und Weise war es auch eine willkommene Abwechslung. Da war auch die Euphorie eines Überlebenden, die sein Gemüt noch immer durchströmte. Das kleine Steinchen hätte genauso gut durch ihn hindurchfliegen können, während er in seiner Koje schlief. Verglichen mit der Geschwindigkeit dieses Raumschiffs glichen Gewehrkugeln trägen Schnecken. Und doch war dies auch ein ungeheuerlicher Zufall. Ausgerechnet ein winziger Sportspeeder, nur 12 Meter lang und kaum 4 Meter hoch, kam einem solchen Projektil in die Quere. Kelvin hatte früher auf riesigen Frachtern gearbeitet und dort nie einen solchen Durchschlag erlebt. Der Kunde wird nicht gerade amüsiert sein, dachte Kelvin. Die Bonzen konnten sehr pumpig werden, wenn etwas nicht nach ihrem Plan lief. Langsam sank das Adrenalin in seinem Blut wieder und er begann sich zu wundern, wie schwierig es sein würde, aus Planet Race X Limited das restliche Honorar herauszubekommen.
Er war aus der Luke an die Außenhülle geklettert und begann die Suche nach dem Eintrittsloch. Nachdem er die beiden Scheinwerfer auf den Schultern seines Raumanzugs eingeschaltet hatte, waren die Sterne um ihn herum verschwunden. Es blieb nur bedrückendes Schwarz, während das grelle Licht die Karosserie der Pantheria in einen fahlen Glanz tauchte. Kniete man erst auf dem Dach des Vehikels und hielt sich an den vorgesehenen Griffen fest, konnte man deutlich sehen, wie klein das Raumschiff war. Kelvin fühlte sich dabei von einer starken Einsamkeit ergriffen. Ein Vehikel dieser Größe sollte bei so langen Transportstrecken besser im Bauch eines riesigen Frachters stecken, dachte er verkniffen. Was mache ich hier eigentlich? Doch der Kunde hatte keine Lust, 20 Monate länger zu warten, und Kelvin brauchte Credits, um sich seine überteuerte Kabine auf der Sirius zu leisten. Er mochte ein erfahrener Pilot sein, doch bei Weltraumspaziergängen ging sein Puls noch immer nach oben. Ein dünnes Stahlseil und ein Karabinerhaken war alles, das ihn dort mit dem Leben verband. Das Eintritts- und Austrittsloch mit zwei Plugomaten zu verschließen, war nicht schwer, und schon bald robbte Kelvin über die Außenhülle zurück zur Luke. Nur für einige Sekunden hielt er kurz inne und richtete sich auf. Er schaltete die Scheinwerfer auf seinen Schultern aus und wartete, bis seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Bald war seine Netzhaut sensibel genug, um das Licht der Sterne wieder aufzunehmen, das ihn von allen Seiten umgab. Sein Blick galt jedoch dem Jupiter. Der Riese schwebte fast auf Augenhöhe. Noch immer brauchte es eine ganze Handfläche, um ihn vollständig abzudecken. »Hallo, alter Freund«, flüsterte Kelvin. »Längerer Aufenthalt außerhalb der Pandateria wird wegen Jupiters Magnetosphäre nicht empfohlen«, gängelte ihn in seinen Kopfhörern der Bordcomputer. »Soll das Aurora-Modul aktiviert werden?« »Nein«, sagte Kelvin. »Das künstliche elektromagnetische Feld hätte noch mehr die Energiezellen geleert. Ich komme jetzt rein.« Als er die viel zu schmale Schleuse hinter sich hatte, schraubte er den Helm ab. Zu seiner Überraschung dröhnte schon wieder der Alarm im Schiffsinneren. Diesmal kam das unangenehme Signal mit einer zusätzlichen Sprachnachricht. O2-Alarm, O2-Alarm, wiederholte die Stimme. Es klang fast melodisch. Enzo, Alarm abschalten, schrie Kelvin und rannte in das Cockpit. Den Raumanzug behielt er an. Plötzlich riss ihm etwas die Füße weg. Der trockene Lärm einer Explosion schmerzte seine Ohren. Das Schiff begann sich zu überschlagen, während Kelvin unsanft von den Wänden abprallte. Das ist das Ende, schoss ihm durch den Kopf. Als er an der Treppe zum Cockpit vorbeiflog, gelang es ihm, das untere Ende des Geländers zu ergreifen. Er klammerte sich daran und zog sich mühsam die Treppe hoch. Im Augenwinkel sah er peitschende Flammen, die sich über die Kabinendecke schlängelten. »Enzo, schottendicht! Verschließe das Cockpit!« krächzte Kelvin heiser. »Gute Idee! Notfallmaßnahmen eingeleitet«, meldete Enzo heiter. Außerhalb des Steuerungsraums wurde sämtliche Luft herausventiliert, um das Feuer in den Griff zu bekommen. Oben angekommen, kroch Kelvin in den Sitz und kämpfte eine Weile mit den Sitzgurten. Ein Blick aus dem Frontfenster machte deutlich, dass die Pantheria unkontrolliert um alle drei Richtungsachsen wirbelte. Die Sterne flogen durch sein Blickfeld und änderten unentwegt die Richtung. Er musste das Schiff stabilisieren. Nach hektischen 4 Minuten kehrte wieder die gewohnte Ruhe in die Flugbahn ein. »Optimale Trajektorie«, lobte Enzo. »Gut gemacht, Kelvin. Mit meiner Hilfe natürlich.« Kelvin schnallte sich los, ging zu dem verschlossenen Schott und blickte durch das kleine Fenster auf den Korridor. Das Feuer war aus. Geblieben waren nur hässliche Schmauchspuren auf der Decke und den Wänden. Ein ferner Gestank nach verschmortem Plastik drang in seine Nase. »Enzo, warum ist der stille Alarm noch immer an?« Weil die Lebenserhaltungssysteme massiv kompromittiert sind?« Kelvin ließ sich erschöpft in den nächstbesten Sessel fallen. Er blickte etwas apathisch auf die bunten 3D-Darstellungen der Pantheria und rotierte sie mit seinen Fingerspitzen. Ganze Teile des Hecks waren herausgesprengt worden und hatten ein Loch hinterlassen, das fast 1 Meter Durchmesser besaß. Vermutlich waren auch die Ionentriebwerke kompromittiert. »Warum sagst du das nicht gleich, Binärtrottel?« krächzte er, während er sich mit geschlossenen Augen die Stirn rieb. Sein Kopf schmerzte von dem Sturz ein wenig. Vermutlich hatte er eine leichte Gehirnerschütterung. »Ich habe antizipiert, dass du heute keinen Alarm mehr hören willst. 98% der Atemluft wurden durch den Krisenfall eliminiert. O2-Aufbereitung außer Betrieb.« Kelvin öffnete wieder die Augen. Die Stille war unerträglich. »Wie lange kann ich noch atmen?« fragte er leise und fürchtete sich vor der Antwort. »Verbleibende Atemluft 16 Stunden und 22 Minuten. Autsch.« Das Schiff generierte einen ständigen Vorrat an atembarer Luft, indem es unentwegt Sternenstaub sammelte und hierbei das Kohlenstoffmonoxid umwandelte. Diese Komponente wurde durch die Explosion vollständig herausgerissen.
Kelvin saß regungslos da mit den klobigen Handschuhen seines Anzugs im Schoß. Er wirkte abwesend. Enzo, Optionen, sprach er schließlich. Der Bordcomputer neigte nicht zu betretenen Verlegenheitspausen. Also ich habe nix. Verdammte Human Touch App, brummte Kelvin. Er hatte vor der Reise Enzos Nonchalance-Subroutinen kräftig hochgefahren, damit es weniger langweilig war. Die KI wurde zu einem vorlauten Kumpel. Das nervte jetzt, doch für das Basteln an dem Setup war keine Zeit. War es das, dachte Kelvin. Werde ich wegen eines sinnlosen Jobs abkratzen? Eine Überdosis Schlaftabletten war vielleicht die einzige Option hier. Eine Handvoll Somnatin, ein tiefer Schlaf, ein schöner Traum und dann das Ende. Kohlendioxidvergiftung, Ersticken im Schlaf. Kelvin fegte diese finsteren Gedanken vorerst beiseite. Er musste ein SOS absetzen. Die nächsten Vorposten der Zivilisation befanden sich im Saturnsystem. Eine Botschaft war 20 Minuten dorthin unterwegs. Sogar wenn man ihm ein Rettungsschiff entgegenschicken würde, bräuchte dieses Wochen, um ihn zu erreichen. Er hatte keine Wochen, er hatte Stunden. Enzo, sende mal... Der Bordcomputer unterbrach ihn unhöflich. Update. Anzahl verfügbarer Optionen 1. Kelvin blickte überrascht auf. Was? Er starrte auf das Bild von zwei sich kreuzenden Flugbahnen. Ein Punkt war die Pandateria. Das andere Schiff trug den Namen Hyperion. Der Saturnfrachter, stieß Kelvin erstaunt aus. In den Medien sprach man seit 60 Jahren von dem großen Fenster. Nun war es endlich soweit. Fast täglich verließen Frachter und Forschungsschiffe die erdnahe Sirius-Station. Manche wurden nur Wochen unterwegs, andere dagegen Monate und teilweise Jahre. Das Schema des Sonnensystems sah in dieser Zeit sehr exzentrisch aus. Alle Planeten schienen sich in einer Ecke zu tummeln, während der Rest der Umlaufbahnen wie leergefegt aussah. Nur Väterchen Neptun machte bei diesem Zirkus nicht mit und driftete in gewohnter Langatmigkeit fern der Konjunktion. Für einige Jahre war dies die günstigste Zeit für Raumfahrt, da sich Jupiter, Saturn und Uranus in einer Konjunktion befanden, aufgereiht wie die Kugeln eines Billardspiels. Als sich im Winter 2120 auch noch Mars dazu gesellte, wurde das Jahr 2121 offiziell zum Jahr der Planeten erklärt. Die Logistik im Sonnensystem florierte. Enzo, Verbindung herstellen, schnell! Verbindung mit der Hyperion aufgebaut. Ein solches Frachtungetüm besaß keine unmittelbare Navigationsfähigkeit. Die Crew konnte ihm höchstens viel Glück wünschen. Doch es war möglich, dass sich eine Forschungsgruppe an Bord befand und ein kleines Shuttle besaß. Mit leisem Knistern erklang eine monotone männliche Stimme. Hier ist das automatische Bordsystem der Hyperion TX2170. Wünschen Sie eine Interaktion oder möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Interaktion, rief Kelvin heiser. Sein Mut sank. Offensichtlich hatte der Konzern die ganze Belegschaft eingespart und gegen eine Armee aus Robotern getauscht. Dies war ein von Maschinen gewarteter Frachter, in dessen Korridoren es nicht einmal Sauerstoff gab. Sie sprechen mit Cleo, der Steuerungssoftware der Hyperion, erklang in den Lautsprechern. Was ist Ihr Anliegen, Pandateria? Sonja, flüsterte Kelvin. Mein Name ist Cleo, korrigierte ihn die Software. Was ist Ihr Anliegen? Kelvin blickte perplex auf den Bildschirm. Vielleicht träumte er das alles nur oder erlebte einen Nebeneffekt der Schlaftabletten. Doch die Puzzlestücke in seinem Kopf fügten sich zügig zusammen. Der herablassende Tonfall seiner Ex-Frau war populär. Sie hatte unentwegt Aufträge von Tonstudios, wo sie ihre Stimme den Softwareherstellern lieh. Kelvin erinnerte sich an einen umfangreichen Job für den Mayfield Quan-Konzern. Sonja war damals für mehrere Wochen nach Beijing geflogen. Mit dem Geld hatten sie ihren Urlaub auf der Florida-Insel bezahlt. SOS, rief er endlich aus. Ich befinde mich ungefähr 800.000 Kilometer hinter dir. Meine Transpondernummer müsste sichtbar sein. Habt ihr Sauerstoff an Bord? Habt ihr O2? Die Hyperion verfügt über begrenzte Sauerstoffvorräte, die während der Wartungs- und Umladeprozesse aktiviert werden, meldete Cleo. Kelvin wusste, was zu tun war. Sollte es gelingen, würde man noch in Jahrzehnten darüber in den Weltraumbars reden. Er musste umsteigen. »Cleo, ich werde über eine deiner Schleusen die Hyperion betreten«, kündigte er an. »Das Frachtschiff ist offiziell versiegelt«, widersprach der Bordcomputer. »Das Betreten kann nur von berechtigten Mitarbeitern von Mayfield Quan durchgeführt werden.« »Sogar hier muss sie mir das Leben schwer machen«, murmelte Kelvin bitter. »Enzo, wie ist die Fluggeschwindigkeit der Hyperion?« »140.582 Kilometer pro Stunde.«
Wie viel ist das in einer Sekunde? Für fehlerfreies Kopfrechnen war Kelvin zu aufgeregt. 39,05 Kilometer pro Sekunde. 40 Kilometer pro Sekunde gegenüber meinen 100 Kilometern pro Sekunde, brummte er nachdenklich. Zu viel. Nur wenn es ihm gelang, die Geschwindigkeit der Pandaterie deutlich zu drosseln, hatte er eine Chance. Enzo, bereite eine 180-Grad-Drehung um die Y-Achse vor. Der Einsatz der Ionentriebwerke wird angesichts der vorliegenden Schäden nicht empfohlen, protestierte Enzo. Empfehlung vernommen, jetzt dreh die verdammte Kiste um. Kelvin sprang in den Pilotsitz und schnallte sich an. Mit einem Knopfdruck deaktivierte er das Gravitonenfeld. Schlagartig umgab ihn die Schwerelosigkeit. Er spürte sogleich die Ziehkraft der Drehbewegung. Kurz später flog die Pandaterie rückwärts. Das war der einfachere Part, murmelte Kelvin vor sich hin. Er musste das Schiff nun mit Hilfe der Ionentriebwerke genügend abbremsen, um auf gleicher Höhe mit der Hyperion fliegen zu können. Als er 20 Minuten später den Antriebsschalter aktivierte, ließ die Physik einen Amboss auf seinen Brustkorb fallen. Kelvin stöhnte auf, während ihn die G-Kraft in den Sitz presste. Trotz allem verlor er den Geschwindigkeitsmesser nicht aus den Augen. Der Wert verminderte sich zügig, Minute für Minute. Für den ächzenden Piloten schien es dennoch ganze Ewigkeiten zu dauern, bis das über Monate erzeugte interplanetare Tempo wieder abgebaut werden konnte. Am Ende setzten die Triebwerke von selbst aus, ihre Energie war endgültig aufgebraucht. Mit der jetzigen Geschwindigkeit würde das kleine Raumschiff auskommen müssen. Doch angesichts der Schäden wartete am Zielort ohnehin kein zufriedener Kunde. Kelvin atmete erschöpft auf und blickte auf die Geschwindigkeitsanzeige. Er flog mit 46 Kilometern pro Sekunde. Das war noch immer viel zu schnell. Der Unterschied zu Hyperion mochte nur etwas mehr als 6 Kilometer pro Sekunde betragen, doch auch dann glich die Begegnung nur einem blitzschnellen Vorbeischießen. Enzo, wann holen wir die Hyperion ein? 5 Stunden, 6 Minuten und 23 Sekunden, teilte ihm Enzo mit. Genug Zeit, überlegte Kelvin und begann die Bahnkorrektur auszuarbeiten. Erst wenn er sich fast auf gleicher Höhe mit dem Frachter befand, würde er mit den Manövriertriebwerken versuchen, die verbleibenden 6 Kilometer pro Sekunde zu drosseln. 5 Stunden später stand Kelvin an der Schleuse. Er hatte in der Zwischenzeit seinen Helm gefunden und aus dem Ersatzanzug einen der Sauerstoffbehälter entfernt und als zusätzliche O2-Quelle an seinen Oberschenkel befestigt. Die beiden Raumschiffe schienen halbwegs auf gleicher Höhe zu fliegen. Die Flugbahnsynchronisierung war recht schlampig, doch für eine Weile sollte es reichen. Die Hyperion war von der Reederei vollständig mit weiß-orangefarbenen Streifen angestrichen. Der Frachter mutete wie ein gigantisches Insekt an. »Cleo, ich werde mein Schiff verlassen und mich zu deiner Außenhülle begeben. Ich benötige eine offene Schleuse.« »Die Hyperion ist versiegelt. Einem illegalen Betreten kann nicht entsprochen werden.« »Cleo, ich werde in einigen Minuten allein, im Raumanzug, an deiner Hülle kleben. Was sagen deine Ethikparameter dazu?« »Wirst du mich sterben lassen oder wirst du die Luke öffnen?« Das wirkte. »Ich weise darauf hin, dass ein illegales Betreten eines Raumfrachters einen Verstoß gegen die internationalen Gesetze für Weltraumfahrt darstellt und mit einer Haftstrafe von 2 bis 10 Jahren bezahlt wird.« »Verstanden«, sagte Kelvin unbeeindruckt. Dann wandte er seinen Blick noch einmal in das Innere der kleinen Pandaterie. Er fühlte sich seltsam schäbig. Enzo war ihm all die Monate durchaus ein guter Freund gewesen. Nun ließ er ihn hastig zurück. Die Reise der Pandaterie würde auch ohne Sauerstoff weitergehen. Am Ziel würde man Mühe haben, das kleine Schiff einzufangen, doch unmöglich war es nicht. »Leb wohl, Enzo«, rief er, »und danke für alles.« »Nicht zu danken«, erwiderte der Bordcomputer mit gut gelaunter Stimme. »Gib Gummi, Alter.« Kelvin schüttelte kurz den Kopf und blickte auf die gigantische weiß-orange Wand, die sich einen halben Kilometer vor ihm ausbreitete. »Bekloppte Idee«, brummte er und kletterte aus der Kabine. Er stützte seine Fußsohlen gegen die Hülle, dann stieß er sich ab. Kelvin atmete laut und hektisch. Er spürte seinen rasenden Puls, während ihn der Weltraum mit all seiner Kälte und Einsamkeit umschloss. Die Sprungentfernung hatte er zuvor ausgemessen. Es waren 480 Meter, die sich nun bedrohlich verkürzten. Der schwerste Moment stand ihm bevor, der Kontakt mit der Außenhülle der Hyperion. Er würde wie ein Ping-Pong-Ball abprallen. Über dem Heck des Frachters erblickte er erneut Jupiter, doch dies war keine Zeit für Sehenswürdigkeiten. Die Stahlwand war beinahe da. Kelvins Herz verkrampfte sich. Leben oder Tod. Der Aufschlag war beachtlich.
Die kinetische Energie riss ihn zurück und trieb ihn wieder davon. Seine Schulterlampe war stumm zerbrochen und hunderte kleine Splitter schwebten um seinen Helm. Hastig griff er zu der Ersatzflasche mit Sauerstoff. Der Aufprall hatte seine Geschwindigkeit entscheidend verringert. Nun konnte Kelvin seine Bewegung mit dem Druck des entweichenden Gases beeinflussen. Allzu gekonnt musste er dabei nicht manövrieren. Er musste nur erreichen, dass er zurück zu dieser riesigen Stahlwand aus Weiß und Orange driftete. Sie zu verfehlen war kaum möglich. Kelvin öffnete das Ventil und versuchte, die lästige Eigenrotation abzubremsen. Es gelang nur leidlich, doch wenigstens kehrte schon bald der vertikale Wall zu ihm zurück. Der zweite Kontakt mit der Stahlwand war deutlich sanfter. Er legte den Kopf tief in den Nacken und suchte nach einer Halterung. Ungefähr 10 Meter über ihm erkannte er einen Schleusengriff, der sich dort gegen das fahle Sonnenlicht abzeichnete. Vorsichtig setzte er die Sauerstoffflasche ein und glitt entlang der gewaltigen Außenhülle. Schließlich erreichte er die Halterung. Seine Finger umklammerten gierig den Metallstab, das Plexiglas des Anzughelms gegen die glatte Wand gepresst. Kelvins Atem kam langsam zur Ruhe. Endlich warf er einen Blick über die Schulter. Die Pandateria hatte sich weiter entfernt und wurde langsam zu einem einsamen Punkt, der zunehmend mit der Sternenkulisse verschwamm. Eine verbrannte Brücke, die ihm nicht mehr zur Verfügung stand. Kelvins Lebensraum war vorerst auf das Volumen seines Raumanzugs geschrumpft. »Cleo, ich bin an der Schleuse Nummer...« Er lehnte sich etwas zur Seite, um die Nummer neben dem Zutritt ablesen zu können. »Nummer 1278D, bitte öffnen!« »Das Frachtschiff ist offiziell versiegelt«, bockte erneut die Stimme seiner Ex-Frau. »Das Betreten kann nur von berechtigten Mitarbeitern von Mayfield Quan durchgeführt werden.« »Sonja«, rief Kelvin, »ich meine Cleo, öffne die Schleuse Nummer 1278D.« »Ich habe zwischenzeitlich Rücksprache mit unserem Büro im Titanorbit gehalten. Einem Betreten des Frachters wird nicht entsprochen. Ein nicht autorisiertes Brechen der Sicherheitssiegel gleicht nach internationalem Recht einem Akt der Piraterie.« »Oh, du kannst mich gerne Pirat nennen, aber lässt du mich hier auch sterben?« Kelvin schloss die Augen, das Blut pochte in seinen Schläfen. »Mach die Tür auf, du egoistisches Dreckstück«, brach es aus ihm heraus. »Aggressives Auftreten ist einer erfolgreichen Kommunikation nicht förderlich«, erklang seine Ex in den Kopfhörern. Plötzlich spürte er eine Vibration durch seinen Handschuh. Im Inneren des Raumschiffs geschah etwas. Sein Herz machte einen Sprung, als vor ihm lautlos die Luke zur Seite fuhr. Er zwängte sich hinein und ließ sich auf die gegenüberliegende Seite des kleinen Innenraums treiben. »Schließen«, rief er. »Einem Aufenthalt an Bord kann nur unter strikten Auflagen entsprochen werden.« »Halt die Schnauze, Sonja«, schrie Kelvin, »mach die andere Tür auf.« Sie brachte das in ihm hervor. Das war schon immer so gewesen. Als die entgegengesetzte Schleusentür geöffnet wurde, schwebte er in den Korridor hinein. »Können wir die Lebenserhaltung nur für die Aufenthaltsräume auf Deck 7 in Betrieb nehmen?« »Affirmative.« Der Korridor war zu Ende. Kelvin presste einen großen Schalter zu seiner Linken. Die Pforte öffnete sich. Er schob sich hindurch. Die Frachthalle A bot einen atemraubenden Anblick. 300 Meter tief und mindestens 20 Meter hoch war dieser Raum mit unzähligen Containern und Kisten gefüllt. Aus der Decke wuchsen die spinnenartigen Arme der Kranroboter. »Das werden interessante 2 Monate«, brummte Kelvin. »Cleo, schieb mir mal das Lagermanifest auf den Helmbildschirm.« »Das Frachtmanifest der Hyperion unterliegt dem Datenschutz.« »Ethik, Cleo«, bellte Kelvin, »soll ich verhungern?« Augenblicke später scrollte das Frachtmanifest über seinen Helmbildschirm, während er sich entlang einer Aluminiumleiter zu einer der oberen Galerien zog. Doch dann hielt er kurz inne und bremste seine Bewegung. Die Roboterarme an der Decke erschienen hier zum Greifen nahe. »Ihr habt FX-1006-Roboter auf Lager?« rief er verwundert, während er auf den Manifesteintrag starrte. »120 Stück?« »Es sind 123«, verbesserte ihn Cleo pedantisch. Kelvin grinste. Dass er nun wochenlang Sonjas Stimme ertragen musste, war eine Gemeinheit des Schicksals. Doch das Blatt schien sich zu wenden. »Cleo, steht Alkohol und Cannabis auf dem Frachtmanifest?« fragte er unschuldig, während sein Mundwinkel zuckte. Dass er noch lebte, versetzte ihn in ein Hochgefühl. Vor ihm setzten sich lautlos die ersten Roboterkräne in Bewegung. Cleo hatte die Aufwärmphase gestartet, während an den Wänden langsam die Leuchtstäbe erstrahlten. Unter dem Raumanzug trug er lediglich seine Shorts und das Unterhemd. Den FX-1000 würde das egal sein. Cleo auch. Sie würde nur motzen, während er die Frachtcontainer aufbrach. Soll sie doch. Die Scheidung war teuer genug.
Did you see the stars on the thing?